Wenn wir von der Operation bei metastasierten Brustkrebs sprechen, dann müssen wir unterscheiden, ob wir von der Operation des Primärtumors, also des Tumors in der Brust bzw. der Achslymphknoten sprechen oder von der Metastasenoperation. An sich ist die Operation bei metastasierten Brustkrebs selbst keine Standardbehandlungsmethode. Die Operation kommt im Einzelfall sicherlich in Frage, dass der Primärtumor entfernt wird. Das wird vor allem dann gemacht, wenn wenige Metastasen vorliegen, vor allem Metastasen im Bereich der Knochen oder der Weichteile, eher nicht, wenn Metastasen in inneren Organen vorliegen. Bezüglich der Operation von Fernmetastasen, also Brustkrebsabsiedelungen in anderen Organen, ist auch hier zu sagen, dass das kein universell akzeptierter Standard ist, aber das kann ebenfalls bei einzelnen Metastasen, zum Beispiel beim Vorliegen nur einer einzigen Lebermetastase, bei sonst sehr guter Kontrolle der Erkrankung oder bei gutem Ansprechen auf die systemische Therapie angedacht werden. Bezüglich der Operation der Brust selbst ist zu sagen, dass die brusterhaltende Operation, also die Entfernung des Tumors alleine, gegebenenfalls in Kombination mit der Entfernung befallener Achslymphknoten als Standard gilt, bei sehr großen Tumoren, Tumoren in unterschiedlichen Bereichen der Brust, ungünstigen Brust-Tumor-Verhältnis, beziehungsweise auch dann, wenn aufgrund der Tumorgröße kein gutes kosmetisches Ergebnis zu erwarten ist, dann spielt nach wie vor die Entfernung des gesamten Brustgewebes eine große Rolle. Im Hinblick auf die Lymphknoten ist zu sagen, dass hier Standard heute die sogenannte Wächter-Lymphknotenentnahme oder Sentinel-Lymphknoten-Biopsie gilt. Das heißt, es wird nach Markierung des Wächter-Lymphknotens, das ist der erste Lymphknoten oder die ersten Lymphknoten im Abflussgebiet des Tumors, diese Lymphknoten entnommen und es wird dann untersucht, ob die Lymphknoten mit Tumorzellen befallen sind. Und nur dann, wenn tatsächlich Tumorzellen in den Lymphknoten zu finden sind, dann spielt nach wie vor die Entfernung der Achslymphknoten eine Rolle. Nach der Operation ist zu beachten, dass in Abhängigkeit von der Ausdehnung der Operation nicht sofort wieder eine volle Belastung, das heißt ein Heben schwerer Gewichte, durchgeführt werden sollte. Man muss damit rechnen, dass es im Operationsgebiet zu Flüssigkeitsansammlungen kommt. Das wird dann als Serum bezeichnet. Das ist eine Flüssigkeitsfüllung, eine pralle Flüssigkeitsfüllung der Operationshöhle, kann dann immer wieder dazu führen, dass das auch abpunktiert werden muss. Mit einem Lymphstau und einem Lymphödem ist eigentlich nur dann zu rechnen, wenn eine große Zahl an Achslymphknoten entfernt worden ist, wo es dann auch nach Jahren darauf zum Auftreten eines solchen Lymphstaus kommen kann. Eine neoadjuvante Therapie ist eine systemische Therapie, also eine Therapie, die im ganzen Körper wirken kann, die vor einer Operation eingesetzt wird, mit dem Ziel, die Tumorgröße zu verkleinern. Klassische Indikation war immer dann gegeben, wenn eine primäre brusterhaltende Operation nicht möglich war und beispielsweise mit einer präoperativen Chemotherapie den Tumor kleiner zu machen, sondern dann eine Brusterhaltung zu ermöglichen. Die neoadjuvante Therapie wird heute bei besonders aggressiven Brustkrebsformen, das sind etwa der HER2-positive Brustkrebs oder die triple-negativen Brustkrebsarten, wo also weder Hormonrezeptor noch der HER2-Rezeptor gegeben ist. In diesen Fällen wird aber die neoadjuvante Therapie heute bevorzugt eingesetzt. Die Strahlentherapie bewirkt ein Abtöten der Tumorzellen, indem Brüche an der DNA, an der Erbinformation der Tumorzellen hervorgerufen werden. Die Tumorzellen sind nicht in der Lage, diese Brüche in adäquater Art und Weise zu reparieren und ein Strangbruch, ein DNA-Strangbruch, der nicht repariert werden kann, ist dann ein Ereignis, das zum Absterben der Krebszellen führt. Klassische Indikation zur Strahlentherapie bei metastasierten Brustkrebs ist die Knochenbestrahlung. Da geht es in erster Linie darum, Schmerzen zu behandeln. Eine Bruch durch Stabilisierung der Knochenstruktur durch die Strahlentherapie, einen Bruch zu vermeiden oder auch
nach einem Bruch, nach entsprechender orthopädischer Lokaltherapie, den Knochen durch Strahlentherapie zusätzlich zu stabilisieren. Andere Indikationen zur Strahlentherapie bei metastasierter Erkrankung sind beispielsweise Hautmetastasen, weil dort eine deutlich geringere Wirkung einer Chemotherapie gegeben ist und die Strahlentherapie dort einen guten oberflächlichen Effekt erzielen kann. Der strahlentherapeutischen Behandlung wird eine definierte Dosis pro Tag in ein vorab festgelegtes Zielgebiet gelenkt, wobei der Plan üblicherweise anhand einer Computertomographie erstellt wird, um dann tatsächlich den Großteil der Strahlendosis nur in dem Bereich zu haben, wo man ihn noch haben will, im sogenannten Zielgebiet, und um umliegende Organe optimal zu schonen. Bei der Strahlentherapie werden als Teilchen Photonen verwendet, also im Prinzip die gleichen Teilchen wie im Sonnenlicht, nur auf deutlich höhere Energie beschleunigt, und daraus ergibt sich die Hautnebenwirkung der Strahlentherapie. Das ist im Endeffekt eine Art Sonnenbrand, eine Art intensiveren Sonnenbrandes mit einer Rötung und später dann einer Dunkelfärbung der Haut. Bleibt dieses Hautareal auch über einen längeren Zeitraum besonders sonnenempfindlich. Die weiteren Nebenwirkungen der Strahlentherapie ergeben sich dann daraus, wo genau die Strahlentherapie erfolgt ist. Wenn es zum Beispiel zwischen den beiden Lungen im sogenannten Mediastinum erfolgt, dann wird es zur Entzündung der Schleimhaut der Speiseröhre mit entsprechenden Schluckbeschwerden kommen. Wenn Darm im Bestrahlungsfeld zu finden ist, dann besteht die Gefahr von Durchfällen. Also das ist immer sehr individuell in Abhängigkeit mit der behandelten Strahlentherapeutin, dem behandelten Strahlentherapeuten zu klären, je nach Zielgebiet, welche Nebenwirkungen realistisch zu erwarten sind. Zur Hautpflege empfehlen die strahlentherapeutischen Kollegen üblicherweise zuerst eine trockene Hautpflege während der Strahlentherapie und danach eine feuchte Hautpflege mittels kortisonhaltigen Salben, um eben diesen Sonnenbrand, der die Hauptnebenwirkung der Strahlentherapie darstellt, zu bekämpfen.